Na, Bierbum, bald werden Sie ja der Nächste sein, der aus dem Heim auszieht. Klar, die können mich ja nicht ewig halten. Ja, bitte. Sie wünschen? Ich habe gehört, Sie hätten ein Zimmer zu vermieten. Kann ich es mal sehen? Ja, kommen Sie herein. Bitte schön. Danke. Das ist das Zimmer. Ja. Es liegt nach Süden heraus. Ja. Das Bett ist schön weich. Hier der Schrank. Kommode. Haben Sie noch andere Mieter? Nein, niemanden. Nur meine Tochter lebt bei mir. Ich bin Witwe. Und wie viel kostet das Zimmer? 65 Mark mit Frühstück. Aber Schuhe putzen wir nicht. Oh, das ist auch nicht nötig. Ich hab so lange... Das wird nächstes Jahr frisch tapeziert. Ja. Also gut. Ich möchte aber gleich heute einziehen, das geht doch. Ja, selbstverständlich. Ich muss nur das Bett noch frisch überziehen. 20 Mark zahle ich an. Schön, ich gebe Ihnen dann eine Quittung. Ich würde mir gerne noch ein paar Kleinigkeiten besorgen. Mhm. In einer Viertelstunde bin ich wieder da. Mein Freund kann ja wohl hier so lange auf mich warten. Ja, selbstverständlich. Guten Tag, was wünschen Sie bitte? Tasse... Teller, Untertasse. Aber gerne. Darf ich Ihnen einiges zeigen? Wie würde Ihnen so etwas gefallen? Das oder lieber das? Das. Eine nur? Was braucht man sonst noch als Junggeselle, Fräulein? Vielleicht eine Käseglocke? Käse? Ja, warum nicht? Da haben wir besonders hübsche Sachen da. Ist Ihnen die recht? Was kostet die? 4,50? Die nur 3 Mark. Nein, danke. Aber eine Butterdose brauche ich, Fräulein, dass Sie daran nicht gedacht haben. Natürlich. Aber ich an Ihrer Stelle würde ja sowieso gleich alles doppelt kaufen. Doppelt? Gleich 2 Butterdosen? Nein, Butterdosen gerade nicht. Aber Tassen und Teller. Man bleibt ja doch nicht allein. Ach nee, Sie müssen es ja wissen. Weiß ich auch. Nachher bekommt man dasselbe Muster nicht mehr. Und es soll doch alles zusammenpassen, nicht wahr? Ja, das soll es. Ja, wenn Sie mir jetzt bitte alles zusammenrechnen würden. Ich bin's, Frau Wendland. Ich bin's. Ihr neuer Mieter. Ja, Sie sind's. Ach. Wo ist denn mein Freund? Der hätte mir doch aufmachen können. Ach, lieber Herr, bitte tun Sie mir doch die Liebe und ziehen Sie sofort wieder aus. Ich gebe Ihnen auch die 20 Mark sofort wieder. Und hier sind Ihre Sachen. Ausziehen? Warum denn? Was mein Sohn ist, vielmehr mein Schwiegersohn. Wir brauchen das Zimmer. Er kommt gleich. Sie brauchen das Zimmer? Aber Sie haben es doch eben erst vermietet. Wenn der Herr nicht gleich auszieht, rufen wir die Polizei. An solche braucht man nicht zu vermieten. Ihr Freund hat selbst gesagt, er kommt aus dem Zuchthaus. Und Sie auch. Gut. Erledigt. Am Ende der Straße Nummer 44 bei Frau Behn ist noch was frei, soviel ich weiß. Immer gut zu, Bebo. Ich habe mir ein anderes Zimmer besorgen müssen. Solltest du meiner neuen Wirtin auch erzählen, wie er käme aus dem Knast? Nein, ich tue es ja auch nicht wieder. Sie war so nett und hat gesagt, wir hätten so eine gelbe Farbe. Wir würden wohl
in der chemischen Fabrik arbeiten. Und da habe ich ihr gesagt... Idiot! Nochmal vermasselst du mir nichts, oder? Ich mach dich fertig, verstehst du? Ich habe hier eine Dissertation, Abschrift mit zwei Durchschlägen, normalzeilig, aber fehlerlos, wenn ich bitten darf. Kein Übertippen, kein schwebendes S, kein Doktor mit C. Es ist mein letzter Versuch mit Ihnen. In Eichendorffs Werken. Inauguraldissertation. Zur Erlangung des Doktorgrades an der Philosophischen Fakultät. Geht's, Herr Kuffald? Jawohl, Herr Jauch. Hört sich nicht so an. Sie schaffen es ja doch nicht. Doch, ich schaff's. Schon her, Kuffald, ich tipp's dir, aber Vorsicht, dass keiner sieht. Hier, da tippt meine Adressen weiter. Herr Kuffald?
Ja, was schreiben Sie denn da? Warum schreibt Herr Mark die Dissertation? Habe ich Ihnen die Arbeit gegeben oder Ihnen? Ich habe ihn gebeten. Ich war nervös. Ich habe mich ein paar Mal vertippt. So. Und warum wenden Sie sich dann nicht an mich? Bin ich der Schreibstubenleiter oder Sie? Ich werde das sofort Herrn Marzitus melden. Betrügereien gibt's bei mir nicht. Hier einen falschen Eindruck erwecken? Nee. Herr Marzitus, einen Moment bitte. Immer ruhig. Immer den Nervenwagen. Der will dich nur einschüchtern. Aber, Herr Kufert, was höre ich denn? Solche Schwindeleien. Das Draußenwohnen scheint ihn nicht zu bekommen. Ich gebe mir hier alle Mühe. Wirklich, Herr Marzitus, nur ich... Plötzlich geht's nicht mehr. Ich weiß auch nicht, so als ob ich krank wäre. Nicht wirklich krank, verstehen Sie, nur dies lange Sitzen hier. Sie wollen doch nicht sagen, Sie hätten jetzt nachträglich noch sowas wie eine Haftpsychose gekriegt. Das klingt nicht sehr wahrscheinlich. Herr Kufert... Wir werden es noch eine Woche mit Ihnen versuchen. Und wenn dann Ihre Arbeitsleistung nicht besser ist, müssen wir leider auf eine weitere Mitarbeit verzichten. Rausschmeißen sitze ich da. Gerade jetzt, wo ich so ein schönes eigenes Zimmer habe. Alles wegen der paar lumpigen Kröten. Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Sag mal, Marc, hast du nie daran gedacht, dass man viel leichter zu Geld kommen kann? Da denken wir doch immer dran. Ich gehöre nicht zu denen, die immer schreien, nie wieder. Manchmal kotzt mich auch alles an. Und sieh mal, Kufert, ich habe da nur 3 Monate abgerissen. Schon 4 Jahre her. Jetzt strampel ich mich ab und arbeite wie ein Vieh und komm nicht vorwärts. Hab da schon 2-mal eine gute Stellung gehabt. Dachte, jetzt geht's aufwärts. Nur da erfuhr es doch irgendeiner, jetzt ging's los mit schiefen Gesichtern und mit Stichelreden. Da sagte einer, ja, sein Radiergummi wäre weg. Oder Mark könnten haben. Und dann fiel Geld aus der Manteltasche. Ließ dann der Chef kommen und sagte, werfen Ihnen ja nichts vor, Sie sehen selbst, geht nicht. Weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Aber voller wie versuche ich es nochmal auf die ehrliche Tour. Aber was hast du von deinem Leben? Nur Frauen und alles, was so ein bisschen... Kostet doch Geld. Und so kriegst du nie was. Ich hab mir schon oft gedacht, wir müssten uns selbstständig machen. Eigene Laden aufziehen. Und ein paar Kumpels, die Stiegum sind. Jensch, Öser, Fasse. Und jeder wird gerecht am Gewinn beteiligt. Und nicht 50% für die Leitung und 50% für uns alle, wie bei Jauch. Tja, und wie willst du das machen? Ich hab aus Leuten gehört, dass da ein neuer Auftrag für Jauch unterwegs ist. Ganz reelle Geschichte. 200.000 Adressen für eine Textilfirma. Wenn wir den kriegen. Aber warum sollten die den an uns vergeben? Nehmer Jauch verlangt 40 Mark für 1.000 Adressen. Die Schreibstube Zito, die macht's nur vielleicht für 38. Aber die schludern. Wenn ihnen nur einer käme, macht's für 35. Das wären bei 200.000 Adressen 7.000 Mark Verdienst. Das wären bei 5 Mann 1.400 Mark pro Nase. Würde ich schon mitmachen. Wenn Kohlen zu verdienen sind, immer. Man müsste bloß die Firma rauskriegen. Tja, das ist die Sache. Was ist denn hier los? Da hört doch alles auf. Die Knobeln wollen Dinge aus, wie? Auf die Plätze, die arbeiten, Herr, aber das ist plötzlich. Zustände reißen hier rein, Zustände. Und das alles seit Sie hier sind, Herr Kufalt. Kommen Sie mit in mein Zimmer.
Also hören Sie mir mal gut zu, Herr Kuhfeld. Hallo? Schreibst du doch was für? Ja. Ja, auch selbst am Apparat. Wir müssen endlich zum Abschluss kommen. Also 38 ist schon sehr niedrig, nur weil es 200.000 sind, sonst immer 40. Das kann ich so mir nichts, dir nichts nicht entscheiden. Gut. Dann komme ich zu Ihnen. In einer Viertelstunde bin ich da. Linsingenstraße 25, erster Stock, nicht wahr? Also bis gleich. Ich muss sofort weg. Ich habe keine Zeit. Wir sprechen uns nachher. Ach, Herr Jauch, ich habe so wahnsinnige Zahnschmerzen. Könnte ich nicht mal ganz kurz zum Zahnarzt? Ich mache auch ganz schnell. Meinethalben, ich muss sofort weg. Mit Herrn Bär gesprochen. Also ich glaube, er geht mit seinem Angebot jetzt nicht mehr rauf. Nein, keinesfalls weniger. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist der Chef zu sprechen? Um was handelt es sich bitte? Den Adressenauftrag. Das bearbeitet Herr Bär. Aber ich glaube, der Auftrag ist schon vergeben. Ach. Augenblick mal. Wenn Sie so lange Platz nehmen wollen. Danke vielmals. Guten Morgen. Guten Morgen. Zu wünschen? Wir haben gehört, dass Sie einen größeren Adressenauftrag zu vergeben haben. Meiner Firma würde sehr viel daran liegen. Wir sind ein ganz junges Unternehmen und würden Ihnen einen Sonderpreis machen. Wie viel? Wenn das Adressenmaterial einigermaßen glatt zu schreiben ist, 35 Mark fürs 1000. Der Auftrag ist so gut wie vergeben. Ich bin gewissermaßen im Wort. Nun, wir würden es auch für 32,50 machen. 30. Ich würde sehen, dass ich aus meinem Wort komme, wenn ich mir schon die Unannehmlichkeiten mache. Herr Jauch ist jetzt da, Herr Bär. Soll warten. Ihr Konkurrent, der macht es für 28. Nicht und 38, den kenne ich. So. Wie heißt übrigens Ihre Firma? Zito Presto. Schreibstube Zito Presto. Na, Sie überbieten Ihre Konkurrenz ja doppelt. Wann könnten Sie anfangen? Übermorgen früh. Und Sie würden täglich liefern? Jawohl, wir würden in einem Monat die ganzen 200.000 fertig machen. Schön. Sie könnten dann übermorgen früh das Adressenmaterial und die Umschläge abholen. Wo sagten Sie es, Ihre Firma? Wir sind gerade im Umzug. Ich gebe Ihnen dann übermorgen unsere Adresse. Ich weiß noch gar nicht Ihren Namen, Herr... Meyer Bär. Ich heiße Meyer Bär. Meyer Bär. Mit dem Komponistenverband. Oder mit mir. Ich heiße aber nur Bär und schreibe mich mit Ä. Ja, also Sie entschuldigen, wenn ich Sie hier herauslasse. Aber Ihr Konkurrent Herr Jauch wartet draußen und ich muss ihm noch Schuhe beibringen. Sie verstehen. Aber natürlich, das ist mir auch lieber. Also sagen wir 31, hier ist meine Hand. Herr Jauch sagt, er kann nicht länger warten. Herr Jauch kann... Moment. 31,50. 32, aber Barkasse bei Lieferung. Abgemacht. Bitte bestätigen Sie mir das schriftlich, ich gegenbestätige es Ihnen dann. Bis übermorgen früh. Jawohl. Herr Jauch, bitte. Das Adressbuch! Wer zum Donnerwetter hat es denn schon wieder? Nie liegen die Sachen an ihrem Platz. Aha. Kennt jemand von Ihnen die Schreibstube Zito Presto? Schreibstube Zito, Herr Jauch. Zito Presto, habe ich gefragt, Sie Idiot. Oh. Sie wissen doch, dass Rauchen hier verboten ist. Wenn ich noch einmal sehe, dass Sie streicheln, soll... Aber ich hab doch nicht gehört. Halt's Maul, oder soll ich dich rausschmeißen? In diesem Affenstall hier stinkt's. Was? Wer hat da was gesagt? Ich. Herr
Jauch. Ich habe gesagt, in dem Affenstall hier stinkt's. Kommen Sie mit, Jensch. Kommen Sie mit in mein Zimmer. Sie sind entlassen, sofort, Sie undankbares Geschöpf. Sie kriegen Ihre Papiere. Und mein Geld. Ich finde auch, dass dieser Affenstall stinkt. Ich auch. Ich auch. Das ist ja Meuterei. Das ist eine Verschwörung. Und der liebe Herr Kuhfalt ist der Anführer. Ich habe Sie vorhin tuscheln sehen. Ich werde alles der Kriminalpolizei melden. Meuterei gab's im Kittchen, Herr Jauch. Aber hier sind wir doch nicht im Kittchen, nicht wahr? Los, kommen Sie mit in mein Zimmer und holen Sie sich Ihre Papiere. Und Ihr Geld. Ich werde alles Herrn Marzitus melden. Sie werden schon sehen, wie Ihnen das bekommt. Na, eine Fresse hat er ja auch vielleicht geschoben. Ich meine Meinung stoßen. Das ist ein widerlicher Schinder. Also, Kumpels, haltet mal Moment die Luft an. Einer von uns muss jetzt das Kommando übernehmen, sonst wird das nichts hier. Ich schlage Mark vor. Wer ist dagegen? Gut, nehme die Wahl an. Zunächst also, wir sind 5 Mann, benötigen also 5 Schreibmaschinen, Bürozimmer, beide Tische und Stühle. Kaufen wir die Maschinen auf Abzahlung, müssen wir für die erste Rate 40 Mark pro Stück rechnen. Zimmer wird so etwa 80 Mark machen, Möbel 100. Macht zusammen? 380 Mark. Genau. 380 durch 5 macht pro Nase. Na, Fasse? 76 Mark. Stimmt. Hat jeder so viel Geld? Was? Geld sollen wir auch noch geben? Wir haben doch schon unsere Stellung bei Jauch aufgegeben. Das ist doch einen Vorschuss von der Firma geben. Das machen die doch nicht. Schöner Mist. Ich schlage vor, du und Fasse, ihr mietet das Zimmer. Und möglichst in der Nähe der Firma. Vielleicht unterm Dachjoche, ist das billiger. Aber das Licht muss gut sein. Dann besorgt ihr Leihmöbel. 5 Schemel, ein paar Tische und Lampen. Das kann ja alles ganz einfach sein. Na meinst du, wir kaufen den Kronleuchter? Sabbellos in dieser Fülle. Und was ist mit mir? Für dich habe ich einen Spezialauftrag. Du hast doch gesessen wegen... Falschmünzerei? Eben. Du machst uns ein paar prima Firmenbriefbogen. Gehört zum anständigen Unternehmen. Vielleicht mit einer netten Zeichnung doch, so Mann an der Maschine oder so. Muss aber wie gedruckt aussehen. Meine 20 Markscheine haben sogar die Banken in Zahlung genommen. Da werde ich doch so einen billigen Druckbriefbogen hinkriegen. Vertraue nur einem alten Facharbeiter. Mach bloß keine 20 Markscheine auf die Bogen. Ja. Es muss alles klappen, Kumpels. Denn übermorgen früh, Punkt 9, müssen wir bei der Firma die Umschläge und das Adressenmaterial abholen. Zu Befehl, Herr Schalbstubenkommandant. Und jetzt zur Kasse, bitte. Da stehen die Umschläge. Erstmal 100.000. Die Adressen finden Sie in den Kästen auf den Kartothekkarten, dass Sie uns keine Unordnung machen. Aber Fräulein, wie sind das so genau? Sie werden staunen. Kartothekadressen schreiben sich prima. Und dann könnten wir dann wohl Herrn Beer sprechen. Einen Moment, ich sag Bescheid. Prima Laden, was? Finger weg, Mensch, bist du blöd? Guten Morgen, Herr Beer. Guten Morgen. Was sind Sie? Darf ich Ihnen unseren Schreibstubenvorsteher, Herrn Mark, vorstellen? Das ist Herr Oeser, ein Mitarbeiter. Das ist die Bestätigung des uns gütigst erteilten Auftrages. Ihre Schreibstube kennt aber kein Assemer, Herr Bär. Wir sind auch noch ein ganz junges Unternehmen. Naja, mir kann es gleich sein. Hauptsache, dass die Aufträge ordnungsgemäß ausgeführt werden. Und darauf kann ich mich da verlassen. Ich bitte Herr Bär, das ständig, Herr Bär. Ja, und dass ich keine Scherereien bekomme. Falls ihr das irgendwie als Schwarzarbeit macht oder so ähnlich. Aber um Gottes Willen. Ausgeschlossen, Herr Bär. Na. Das ist aber hübsch. Wirklich sehr hübsch. Nette Idee. Ja, aber die beiden Männer, die habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Warum sind das her?
Das hat jemand für uns entworfen. So. Sehr hübsch. Aber komisch, die Männer habe ich schon gesehen. Und mir fällt's noch ein. Kommen Sie, ich diktiere die Gegenbestätigung für die Herren. Hoffentlich klappt alles. Guten Morgen. Aber darauf können Sie sich verlassen, Herr. So, nun sag mal, Ösa, die beiden Männer da auf dem Bogen, die kommen mir aber auch bekannt vor. Mhm. So, sind das am Ende Kumpels aus dem Knast? Ihr Ochsen hier. Das sind doch die Köpfe von den 50 und 100 Markscheinen. Ich habe ihnen nur die Mützen und Hüte abgenommen. Und keiner erkennt sie. Keiner. Kameraden, wir werden jetzt anfangen zu arbeiten. Aber diesmal arbeiten wir für uns selbst und nicht etwa für Jauch oder wen anders. Und darum werden wir extra gut arbeiten. Für diesen Monat also keine Mädchen, kein Kino, keine Saufereien. Wir haben gewissermaßen einen Monat Bewährungsfrist. Wir selbst versuchen es mit uns noch einmal. Und Sprechverbot hier während der Arbeitszeit. Wir haben nur alle 2 Stunden eine Zigarette. Ja. Sehr gut, das ist vernünftig. Ja, und wer es übertritt, 1 Groschen Strafe. Noch besser. Jawohl. Und jetzt auf die Plätze. Fertig. Los. Da wären die nächsten 6.000, Fräulein. Herrn Beer brauchen wir wohl heute gar nicht zu stören. Ist alles tadellos in Ordnung, wie immer. Nur eine kleine Abrechnung für die Kasse hätten wir gerne wieder. Herr Beer möchte Sie gerne mal sprechen, Herr Meyer-Beer. Der andere Herr kann ruhig schon gehen. Herr Meyer-Beer. Na gut. Ich hau den schon mal ab. Guten Morgen, Herr Beer. Guten Morgen, Herr Meyer-Beer. Sie heißen doch Meyer-Beer. Jawohl. Und mit Vornamen? Willi. Willi Meyer-Beer, nicht Giacomo. Ja, also an und für sich sind wir mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden. Wie viele Adressen haben Sie bisher abgeliefert? 12.000. Ja, nun seien Sie doch mal ehrlich, Herr Meyer-Beer, Sie sind doch erwerbslos, beziehungsweise Sie waren erwerbslos, als Sie die Arbeit hier angenommen haben. Jawohl. Und weiter nichts? Weiter nichts als erwerbslos? Nein, weiter nichts. Es stimmt doch alles, was Sie mir erzählt haben, Herr Meyer-Beer. Jawohl. Schön, schön. Es ist also alles, wie Sie mir es gesagt haben. Sonst ist nichts, weiß ich von nichts. Nein, sonst ist gar nichts. Ich danke Ihnen. Sie können Ihr Geld wie immer in der Kasse abholen. Meine Sekretärin hat Anweisung. Morgen, Herr Kuhfald. Nein, wirklich, meine lieben jungen Freunde. Ich finde es höchst beachtlich, wie Sie sich so eifrig ehrlicher Arbeit widmen. Ach, unser lieber Herr Kuhfahrt, sie hat ihn noch vermisst. Und nehmen Sie doch ruhig Platz. Wer ist übrigens Ihr Obmann, Ihr Vorsteher? Ich. So. Haben Sie auch die Lohnabzüge für die Steuerrichter errechnet? Und die Anmeldung für die Krankenkasse erledigt und die Marken geklebt? Besten Dank, dass Sie uns daran erinnern, Herr Marzitus. Das wird alles noch gemacht. Heute ist ja erst der dritte Tag.
Und drei Tage beträgt ja wohl die Frist dafür. Ich muss schon sagen, Sie haben sich Herrn Jauch und mir gegenüber mehr als undankbar benommen. Wir haben Sie damals aufgenommen, als Sie aus dem Gefängnis kamen. Ohne Geld, ohne Arbeit. Bei uns haben Sie zu essen bekommen. Ein Dach über dem Kopf. Und wir haben Ihnen das Arbeiten überhaupt erst beigebracht. Jawohl. Bei uns haben Sie arbeiten können. Ja. Für verflucht wenig Lohn. Ja. So, meinen Sie. Und die Miete fürs Büro? Die Heizung, das Licht? Das kostet wohl alles gar nichts, wie? Und die Abnutzung der Maschinen, daran denken Sie nicht. Sie glauben, wir tun weiter nichts, als Sie anbellen. Dabei schreibe ich mir die Finger wund an Bettelbriefen und werbe Gönner und Stifter, denn davon lebt unser Heim. Und Sie? Jawohl. Und ich. Sie, der Sie so dafür sind, dass jede Arbeit nach Ihrem Wert bezahlt wird, Sie werden mir doch wohl auch ein Entgelt gönnen. Das mag ja alles stimmen, was Sie da sagen, Herr Marzitus, aber nun lassen Sie uns doch unseren eigenen Kram machen. Wir tragen doch das Risiko und wenn es uns dreckig geht, zu Ihnen kommen wir bestimmt nicht angelaufen. Lassen Sie uns auf eigenen Füßen stehen. Das macht uns mehr Spaß. Wir tun Ihnen doch nichts. Genau. Richtig. Ach, haben Sie uns nicht unsere Kunden abgeworben? Haben Sie nicht verantwortungslos unsere Preise unterboten? Und werden Sie nicht zu den Fürsorgevereinen angekrochen kommen, zu den Wohlfahrtsämtern, zu den Heimen, wenn das hier alles pleite geht? Oder Sie können natürlich auch wieder straffällig werden. Aber warum sollen wir es denn nicht schaffen? Weil hier diese schönen neuen Schreibmaschinen. Wie seid ihr denn an die rangekommen? Auf Stottern sind die gekauft. Hm? Auf Betrug sind die gekauft, auf üblen, strafbaren Betrug, jawohl. Die Polizei untersucht das noch, aber feststeht schon, dass alle Maschinen von dem gleichen mittellosen Kerl gekauft worden sind und die Geschädigten haben bereits Strafantrag gestellt. Tja, Kuffert, ich habe Sie gewarnt. Ich hatte ja schon immer so eine Ahnung bei Ihnen. Jetzt ist es zu spät. Bitte sehr, Herr Kriminalsekretär Specht. Das ist er. Kommen Sie mit, Kuffert. Keine Zicken. Und nun, meine lieben jungen Freunde, können wir darüber reden, wie sich Ihre weitere Zukunft gestalten wird. Herr Kuhfalb. Wie sind Sie bloß dazu gekommen, in 5 Geschäften 5 Schreibmaschinen zu kaufen? Ja, wo Sie doch gar kein Geld haben. Sie sind doch lange genug in Strafhaft gewesen, um zu wissen, wie schnell ein Mensch in sowas reingerät. Ja. Nur noch dazu ein Mensch wie Sie. Das wissen Sie doch. Ja, das weiß ich. Sie haften doch für das Geld. Sie alleine laut Ihrer Unterschrift. Für alle 5 Maschinen. Nun, Sie haben doch nicht annähernd so viel Geld. Oder so viel Einnahmen zu erwarten, um für diese große Summe gerade zu stehen. Ja, aber wir hatten doch ausgemacht, dass es allen anderen auch gleichmäßig vom Verdienst abgezogen wird. So? Und jetzt, wo Ihre Schreibstube aufgeflogen ist und kein Verdienst mehr kommt, wie bezahlen Sie nun? Wenn Herr Marzitus so gemein ist und uns die Arbeit unmöglich macht... Aber das geht doch die Verkäufer nichts an. Sie, Herr Kuhfalt, haben 12 Monate lang 200 Mark pro Monat zu bezahlen. Ich gebe die Maschinen einfach zurück. Das steht im Kaufvertrag, für den Fall, dass ich nicht pünktlich zahle. Und wenn die Maschinen nun weg sind? Geklaut sind? Wieso? Heute Nacht ist in Ihr Büro eingebrochen worden. Die Diebe haben sich die 5 Maschinen eingepackt. Und? Was machen Sie nun, Herr Kuhfalt? Ich gehe wieder ins Gefängnis.
hat ja alles keinen Zweck. Ich sehe es schon ein. Ich gehe wieder rein. Mir kommt es nicht mehr drauf an. Und warum haben Sie sich Meyerbeer genannt, Herr Kuhfalt? Bei einer sauberen Sache braucht man sich doch keinen falschen Namen zuzulegen. Ich hab's doch nur gemacht, damit der Jauch nichts... Man ist ganz weg. Dumm waren Sie. Leichtsinnig. Unüberlegt. Immer meckern. Immer was anderes. Sie saßen doch da ganz gut und sicher auf Ihrer Schreibstube. Das ist doch nicht so furchtbar, wenn man mal ein bisschen angeschnauzt wird. Der Kriminalbeamte, der Specht, der Sie gestern mitgenommen hat, der hat Sie gerettet. Gestern Abend hat er noch die Kaufverträge gesucht und weil er sie in Ihrem Zimmer nicht gefunden hat, ist er noch nachts in Ihr Büro gelaufen. Und da hat er die Verträge auch gefunden. Aber vorher noch was anderes. Was wohl? Die Einbrecher? Hm. Und wer sind die wohl gewesen? Das weiß ich doch nicht. Doch. Sie kennen sie. Alle. Also, bitte. Fasse. Öse. Jens. Und Mark. So. Jetzt wissen Sie Bescheid. Ihr Glück war, dass der Specht dazu kam. Dass er auch noch so eine Art Tilgungsplan fand, was jeder von Ihnen abzuzahlen hatte. Den hatte dieser saubere Herr Mark schreiben lassen, bevor er sich's anders überlegt hat. Dieser Lump. Ihr Freund, Kuffert. Ein erbärmlicher Lump. Seine Freundin erwartet ein Kind. Ach, das war doch alles Duselei von Ihnen. Schwäche, Leichtsinn. Entweder wollen Sie raus aus dem Dreck oder nicht. Ja. Ja. Die Arbeit ist heute für jeden da, der arbeiten will. Nur gehen Sie doch mal auf den Bau oder machen Sie sonst was. Bloß nicht solche Dämlichkeiten. Auf den Bau, das schaffe ich, glaube ich, körperlich nicht. Und ich möchte ja gerne in meinem alten Beruf bleiben. Vielleicht komme ich ja wieder in eine kaufmännische Stellung rein. Es muss ja nicht gerade Buchhaltung sein. Ja, dann müssen Sie es aber anders anfangen. Also, die Schreibmaschinen werden heute durch die Polizei den Verkäufern wiedergegeben. Und dann werden auch die Strafanträge zurückgezogen. Aber lassen Sie sich das eine Lehre sein. Also, Sie können jetzt gehen. Sie sind entlassen. Ich danke auch, Herr Richter. Zeitungsannonce hin, Herr... Kuhfalt. Ja, wir suchen Kuhfalt. Nämlich dringend jemand für unsere Buchhaltung. Wo sind Sie zurzeit beschäftigt? Ja, zurzeit bin ich freiberuflich tätig. Und wo waren Sie zuletzt? Bei Hellig und Solnitz, Speditionsfirma. Und seit wann sind Sie da weg? Seit ein paar Jahren schon. Aus privaten Gründen. Tja, Sie müssten uns aber schon einige Referenzen bringen, denn schließlich handelt es sich hier ja um eine Vertrauensstellung, ne? Natürlich. Reichen Sie Ihre Unterlagen mal ein und wir werden Ihnen dann Antwort zukommen lassen. Natürlich. Brauchen wir möglichst sofort einen Vertreter, der unsere Artikel im Raum Schleswig-Holstein vertreibt.
Die Berufserfahrung ist gar nicht mal so wichtig, wenn Sie clever und geschickt sind, nicht wahr? Sie müssen Riecher haben und gut reden können, nicht wahr? Also schicken Sie uns möglichst schnell einen Lebenslauf, gar nicht lang. Nur, was Sie in den letzten 4, 5 Jahren gemacht haben und ein paar Firmennamen, wo Sie überall gearbeitet haben, nicht wahr? Finanziell ist alles drin. In unserer Branche kann man so viel verdienen, wie man will, wenn man auf Zack ist. Also beeilen Sie sich, wer zuerst kommt, mal zuerst, nicht wahr? Wiedersehen, Herr Kuhfahrt. Müssten Sie als Lagerverwalter natürlich auch gewisse Büroarbeiten machen können? Das kann ich ohne weiteres. Ich habe eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung. So. Ja, dann nur noch der Form halber. Wo waren Sie denn zuletzt angestellt, Herr Kuhfalt? Ich meine, was haben Sie zuletzt gemacht? Bei welcher Firma waren Sie? Ich war bei Hellig und Solnitz, Speditionsfirma. Aha, sehr schön. Bis wann? Bis vor 5 Jahren. Wieso? Was haben Sie denn seitdem gemacht? Ich war in einer Strafanstalt. Bitte? Ja. Weswegen? Unterschlagung. Aber ich mache es bestimmt nicht wieder. Sie können sich darauf verlassen. Ich will doch ganz neu anfangen. Ich bin ehrlicher als alle anderen. Natürlich, ja. Nur gerade als Lagerverwalter, das kann ich der Direktion gegenüber unmöglich verantworten. Und dann, die Stelle ist überhaupt schon jemand anderem fest versprochen. Aber haben Sie nicht sonst irgendeinen Posten? Egal was. Sie können mir bestimmt vertrauen. Geben Sie mir doch eine Chance. Im Moment ist leider bei uns gar nichts frei. Und wie gesagt, auch die Lagerverwalterstelle ist bereits besetzt. Aber es werden ja so viele Leute gesucht bei diesem Mangel an Arbeitskräften. Sie finden sicher etwas. Nur nicht gerade bei uns. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber auf Wiedersehen. Fräulein Richter, bitte verbinden Sie mich doch mal mit dem Arbeitsamt. Wegen der Lagerverwalterstelle. Willi? Patzke. Mensch, Willi. Alter Junge. Wie geht's dir denn? Du, ich habe eben an dich gedacht. Dann geht's dir mies. Ja, und dir? Dito. Hast du was zu rauchen? Nee. Ich auch nicht. Hast du Geld? Nee. Ich hab's nicht kleiner. Kauf ein paar Zigaretten, am besten gleich 50 Stück. Da drüben am Kiosk. Los, mach schon. Ich geh inzwischen schon ein bisschen vor. Ja gut, ich beeil mich. Guten Tag. Zigaretten, bitte. 50er-Packung. 50er-Packung? Ich weiß gar nicht, ob wir das haben. Da steht eine. Ach du mein Gott. Wissen Sie, mein Herr, was meine Tochter ist? Die hat heute ein Kind bekommen, heute Nacht. Und ich mach's hier nur so zur Aushilfe hier. Meinen Sie die? Ja, ja. Beeilen Sie sich ein bisschen, ja. Ich mache es so schnell ich kann. Verkaufen wir schwer. Keiner will warten. Was kostet die eigentlich? 5 Mark, hier sind 20. 20 Mark? Ich, hoffentlich kann ich rausgeben. Nein, so viel habe ich gar nicht in der Kasse. Ich werde es Ihnen von meinem eigenen Geld geben. Einen Augenblick. Ja. Bitte schön, mein Herr. Ja, und 10. 5 und hier 10. Jawohl. Bitte schön. Ist es recht? Ja, so? Danke. Wiedersehen. Patzke! Patzke! Ah, hast du? Ja, hier. 15 Mark. Zurück. Hat aber lange gedauert. Ja, der Bruder war so eine alte Frau, die wusste nicht Bescheid. In Ordnung. Ja, paar für dich. Oh, danke schön, Patzke.
Hast du schon gegessen? Nee. Komm, ich lade dich ein. Nee, es wäre alles gar nicht so schlimm, wenn ich nur in meinem alten Beruf arbeiten könnte. Ich habe doch eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung. Ich will gar nicht viel Geld, nur eine kleine, sichere Sache, verstehst du? Kriegst du nicht. Und wenn du sie kriegst, bist du gleich wieder los. Die aus dem Knast sind doch bloß Vieh für die Leute. Ich suche schon fast einen Monat. Mein Geld ist auch bald alle. Willst du immer noch nicht anfassen, Willi? Ach, auf dem Bau, das... Postcheckamt. Wieso? Da kommt jeden Mittwoch und Sonnabend so gegen 12 eine olle Schachtel und holt immer 800 ab. Damit rennt sie durch die halbe Stadt bis zum Laden in der Hafengasse. Na, was meinst du? Ganz einfach. Ecke Müller und Sternstraße gibt dir einer von uns beiden was über die Rübe, der andere reißt dir die Tasche weg, abhauen. Und dann treffen wir uns bei mir in der Hafengasse. Gerade gegenüber vom Polizeirevier. Also ich verstehe dich nicht, Batzke, wo du die ganze Tasche voll Geld hast. Hör doch bloß auf mit meinem Geld. Willst du oder willst du nicht? Es gibt noch mehr, die mitmachen. Muss man sich überlegen. Morgen ist Sonnabend. Ich weiß nicht. Bisschen wenig Geld für so viel Risiko. Ohne Risiko ist nichts. Ich will nicht schon wieder Knast schieben. Den schiebst du so oder so, wenn ich nämlich will. Wieso? Findest du nicht, der Kellner sieht ziemlich blöd aus? Wieso muss ich Knast schieben, wenn du willst? Willst du nicht zahlen bei dem Kellner? Ich gebe dir auch einen von meinen Scheinen. Von deinen Scheinen? Mensch, hast du das immer noch nicht kapiert? Linke Marie ist das. Falschgeld. Und noch gar nicht mal besonders gut gemacht. Und der geht hin und kauft 50 Zigaretten damit. Ach, darum hast du dich plötzlich verkrümelt. Und ich habe die arme alte Frau reingelegt. Und wenn's ein Verkäufer gewesen wäre, was gemerkt hätte, dann wäre ich dran gewesen. Was gekipp oder Lampen, ich krieg die Hälfte von dem Geld und den Zigaretten. Denkst du? Ober, mein Freund zahlt für uns beide. Macht 7,80 €, mein Herr. Hallo, Batzke. Was willst du? Kipp oder Lampe. Ich habe alles gesehen. Na los, Mensch, mach keinen Unsinn. Aber doch nicht hier. Doch. Gerade hier. Kippe, habe ich gesagt. Lass mich mal in die Mappe sehen. Nun aber Schluss, Willi. Sonst schmeiße ich den ganzen Kram hin hier vor der Wache.
Aber vorher richte ich dich noch so zu, dass dich deine eigene Mutter nicht wiedererkennt. Na schön. Aber die Zeche von neulich, die bleibst du mir noch schuldig. Hau ab. Tschüss. Du, Willi, Moment noch. Wenn du mir in der nächsten Zeit über den Weg läufst, dann... In zwei Stunden bin ich über alle Berge. Auf Wiedersehen im Bunker, Batzke. Altes Haus, Tachchen. Bist du wieder gekommen zu uns? Na ja, hast recht. Du wolltest doch in die Stadt machen. Ja, ja, ich war auch da, aber das war auch nichts Rechtes. Bin schon seit einer Woche wieder hier. Ja, ist recht. Na, hast du noch Pinunse? Oder hat Hose schon Löcher? Nee, nee, ich hab noch ein bisschen Geld. Ich such mir jetzt eine Stellung hier. Das ist gut, das ist gut. Besuch mich doch mal. Du weißt ja, ich wohne direkt am Bunker. Und ich lass dich auch wieder raus. Na, mach's gut, Mannchen. Wiedersehen, Herr Oberwachtmeister. Ja, bitte. Herr Kuhfeld, Ihr Freund, Herr Brun, ist da? Ja, danke, er soll noch reinkommen. Bitte schön, Herr Brun, kommen Sie rein. Tag, Willi. Tag, Emil. Jetzt. Na, wie ist's? Hat einer zugesagt? Nee. Immer dasselbe. Stelle ist schon vergeben oder Sie müssen verstehen, dass wir gerade für diesen Posten keinen Strafentlassenen brauchen. Und so weiter und so weiter. Alles sinnlos. Bei mir in der Holzfabrik ist auch sauer. Jetzt weiß ich schon der Werkmeister, dass ich gesessen habe. Wenn der es den Kollegen stößt, da kann ich ja nie mehr Vorarbeiter werden. Die lassen sich ja von mir nicht schlagen. Du, manchmal denke ich, im Knast war es gar nicht so schlecht. Man hatte sein geregeltes Leben, keine Sorgen. Und wusste, woran man war. Das denke ich auch so oft. Dabei könnte ja alles so schön sein. Ja, aber Willi, bei dir wird's schon noch. Sieh mal, so schlecht geht's da doch gar nicht. Hast ein schönes Zimmer, ganz für dich allein. Ein bisschen Geld hast du auch noch und kannst warten. Geh doch mal zum Pfarrer. Ja, Mensch, du, das ist die Idee. Der muss doch was für dich tun. In der Wilhelmstraße, da wohnt einer. Ja, zu dem gehst du gleich. Ja, und heute Abend, da treffen wir uns in der Sängerwarte, da ist Musik und Weiber und so, das bringt dich auf andere Gedanken. Und dann erzählst du mir, wie es war. Ja, meinetwegen. Jetzt komm. Muss in die Fabrik, meine Schicht fängt an. Also für Sie tun? Ich suche eine Stellung und finde keine. Da dachte ich eben, dass Sie mir irgendwie helfen können, Herr Pfarrer. Irgendetwas. Hm. Was sind Sie vom Beruf? Buchhalter. Aber ich fürchte... Ja. Natürlich. Aber ich gebe Ihnen mal ein paar Zahlen an den Generalvertreter der Lederfabrik mit. Ich sage nicht, dass Ihnen das Schreiben etwas nützt, aber ich gebe es Ihnen mal. Vielen Dank, Herr Pfarrer. Von meiner Konfession sind Sie aber nicht. Nein, ich bin evangelisch. Und warum gehen Sie dann nicht zu Ihrem Pfarrer? Ach, wissen Sie, der ist so...
Gehen Sie gleich hin, vielleicht ist Herr Fischer zu Hause. Aber machen Sie sich keine große Hoffnung. Wenn es nichts ist, kommen Sie noch mal wieder. Ich will sehen, ob ich dann vielleicht etwas anderes für Sie tun kann. Ich möchte zu Herrn Generalvertreter Fischer. Ich habe hier einen Empfehlungsbrief von Herrn Pfarrer Kaiser. Moment bitte. Guten Tag. Warten Sie hier. Ja. Da, und es ist nicht nötig, dass Sie wiederkommen. Was? Entschuldigen Sie, Herr Kufert, wenn ich es mir bei Ihnen hier so gemütlich gemacht habe, weil Ihre Wirtin hatte keine Bedenken. Ja, bitte? Mein Name ist Dietrich, Herr Kufert. Ja, um gleich in Medias Res zu gehen, Sie haben doch an den Stadt- und Landboten geschrieben, wegen Ihrer unglücklichen Lage und so weiter. Sehen Sie, auf der Redaktion, da hat man nun viel hin und her geredet, aber getan hat man nichts. Vielleicht hätte ich aber was für Sie. Ach so. Ja, Dankeschön. Ich bin auch nicht fest angestellt beim Stadt- und Landboten. Ich bin Abonnent, Werbe, Annoncen, Akquisiteur. Daneben habe ich die Vertretung von der Krankenkasse. Ich kassiere die Beiträge bei der Gastwirtsinnung und ich brauche nicht. Ich kassiere außerdem noch die Mitgliedsgelder vom Turnerbund. Außerdem habe ich noch die Geschäftsführung unseres Wirtschafts- und Verkehrsvereins. Ich muss also praktisch die ganze Arbeit leisten, die sonst ein komplettes Reisebüro macht. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Bin schon vollkommen runter, das können Sie mir glauben. Und Ihr Schicksal, Herr Kufert, das hat mich nun direkt erschüttert. Ja. Und ja? Naja, direktes Gehalt könnte ich Ihnen natürlich nicht zahlen, aber schade, Sie kennen mich nicht. Auf unserer Redaktion, der Chef, der Friese, der könnte Ihnen sagen, was ich für ein Mensch bin. Ja. Tja, was soll ich denn nun bei Ihnen machen? Naja, ich könnte Ihnen gegen eine prozentuale Beteiligung, das Einkassieren der Beiträge bei der Innung und beim Turnerbund übertragen. Außerdem könnten Sie für mich Abonnenten werben, Annoncen. Davon müssten Sie dann allerdings ein Viertel an mich abführen. Mhm. Ja, und auf wie viel käme ich denn da so im Monat? Ja, mein Gott, lieber Herr Kufert, Millionär wären Sie natürlich nicht dabei, aber Ihr Leben haben Sie. Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Ja, zu diesem Herrn Friese könnte ich ja schon mal gehen. Allerdings, mein lieber Herr Kuhwald, bei dieser Tätigkeit, da kriegen Sie ja nun Hunderte von Mark in die Hand, nicht? Und ich bin dafür haftbar. Ja? Naja, das ist ja nur dieselbe Geschichte, weswegen Sie ins Gittchen kamen, nicht? Also geht's eben nicht. Doch, doch, nur müssten Sie mir eben eine Kaution stellen. Glauben Sie, ich hätte es nötig, Bettelbriefe zu schreiben, wenn ich große Kautionen stellen könnte? Nein, ich meine kleinere. 400-500 Mark. Auch da nicht. Aber zu diesem Herrn Friese könnte ich ja mal gehen. Ach, das ist doch sinnlos. Friese. Friese ist doch das größte Schwein von der Welt. Ja, und im Übrigen kam ich auch nur, weil mich Ihr Schicksal direkt erschüttert hat. Also überlegen Sie sich mal, Herr Kuffert, überlegen Sie sich mal.
Übrigens, hat der Pfarrer was für dich machen können? Nee, aber morgen gehe ich mal zu der Zeitung hier, zu dem Chef. Frese heißt der. Kenn ich nicht. Komm gleich wieder. Ich wollte nur um Verzeihung bitten. Aber weil ich kann diese Tänze. Guten Tag. Ich möchte zu Herrn Frese. Guten Tag, Herr Frese.
gehen Sie rein. Gute Laune hat er heute nicht. Ich komme auf Veranlassung von Herrn Dietrich. Raus! Das heißt, eigentlich komme ich gerade gegen den Rat von Herrn Dietrich. Sie sind gerissen, junger Mann. Aber nicht gerissen genug für einen alten Mann. Nicht gerissen genug. Was wollen Sie? Eine Stellung. Ich bin vorbestraft und finde nichts. Ich dachte, vielleicht können Sie mir helfen. Sie waren im Kitchen? Pflegt sich noch die Hände? Hofft noch auf anständige Arbeit? Alles sinnlos. Kennen Sie unser Flüsschen? Gar nicht so flach. Schönes, tiefes Wasser. Bei Ihnen hat es noch einen Sinn. Und bei Ihnen? Zu alt, viel zu alt. Wenn man nichts mehr zu erwarten hat, dann lebt man weiter. Immer weiter, immer weiter. Sie haben noch was zu erwarten, also Schluss. Setz. Woher kennen Sie denn den Dietrich? Er war bei mir in meiner Wohnung. Hat er denn was geboten? Alles Mögliche. Er kann es allein nicht mehr schaffen. Ein Viertel der Einnahmen an ihn. So. Kraft! Kraft! Ja? Dieser junge Mann fängt morgen früh bei uns an. Annoncen und Abonnenten. Und wenn er nicht 6 am Tage schafft, fliegt er. Vorläufig fliegt aber erstmal der Dietrich. Ja, aber ich... Der Dietrich fliegt! Hat keine Zeit mehr für uns, vermittelt seine Arbeit an andere weiter. Ja, wenn... Aus! Aber Herr Frese, ich wollte wirklich nicht, dass der... Halten Sie doch den Mund, das geht Sie doch gar nichts an. Der war sowieso fällig. Also morgen früh um 9. Aber ich sage Ihnen gleich, es ist sinnlos. Sie schaffen nie 6 Abonnenten den Tag und dann schmeiße ich sie raus und dann kommt doch das Wasser. Moin. Hast du eigentlich gewusst, dass ich den Jungen habe? Das macht mir doch nichts aus. Er heißt Willi. Wilhelm. Willi? Ja. So ein Kind müsste eigentlich einen Vater haben. Ich war auch zu lange allein. Und ich erst. Wie das passiert ist, da hat mich keiner mehr angesehen. Ein Dreck war ich plötzlich. Vater hat mich geschlagen und Mutter hat bloß ewig geheult. Nur wäre Vater nicht, könnte ich mir ein Zimmer nehmen und für den Jungen arbeiten, aber so. Warum gehst du nicht weg? Du bist doch mündig. Nee. Wo Vater hier Meister ist? Und bevor das passiert ist, war er sogar Obermeister von der Glaserinnung. Wir kennen mich doch alle. Nee, ich muss schon hier bleiben, bis mich meiner heiratet. Nein, nie wieder. Ich wollte doch nur... Wenn du das willst, dann können wir gleich gehen. Ich hab genug davon. Musst du nicht nach Hause? Vater hat heute Kegelabend. Sag mal, der kleine Blonde gestern, ist das dein Freund? Der Baron, ja. Vor dem nimm dich bloß in Acht, das soll ein Verbrecher sein. Verbrecher? Was weißt du denn von Verbrechern? Prima Kerl ist der.
Aber er hat schon im Kittchen gesessen, bestimmt. Na und? Ist das so furchtbar? Ich wollte so einen nicht haben, danke. So eine könnte ich eine Masse haben. Aber ich könnte immer noch eine Menge kriegen. Glaubst du das? Ja, ja. Sag mal, was machst du eigentlich? Bist du auf dem Büro oder Verkäufer? Nein, ich bin bei der Presse. Na prima. Da kriegst du ja sicher manchmal Freikarten fürs Kino. Ich weiß nicht. Da sind noch mehr bei uns angestellt. Naja, vielleicht klappt's mal. Ich möchte nach Hause. Was hast du denn? Bist du böse? Na nein. Aber sei doch nicht böse, Willi, bitte. Ich bin ja nicht böse. Ich habe nur morgen viel zu tun. Guten Morgen. Guten Morgen. Kuhfalt. Das weiß ich ja. Von Ihnen habe ich schon genug. Was meinen Sie wohl, was ich hier wegen für einen Stunk mit dem Dietrich gehabt habe? Es tut mir leid, ich wollte das nicht. Ich verstehe gar nicht, warum der Herr Frese das gemacht hat. Also kommen Sie mal mit. Hier ist Ihr Tisch, da können Sie arbeiten. Auf diesen Listen, da stehen alle Handwerker drauf. Am besten nehmen Sie sich immer nur eine Innung vor. Und wenn Sie die abgeklappert haben, kommt die nächste dran. Der Syndikus der ganzen Handwerkerinnungen ist Mitarbeiter bei uns. Schreibt jede Woche einen langen Riemen über Handwerkerfragen. Damit müssen Sie bohren. Wir unterstützen euch, also müsst ihr uns unterstützen. Und so. Ne? Und den ersten Abonnementsbeitrag kassieren Sie gleich gegen Quittung aus diesem Block. Abends reichen wir ab. Kapiert? Ja. Zeigen Sie mal, was Sie können. Unserem Syndikus, der Bockmist. Aber lesen Sie es mal, damit Sie eine Ahnung haben, was Sie empfehlen. Glauben Sie, Sie werden es schaffen? Was schaffen? 6 Abonnenten pro Tag. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie gemacht. Er weiß es nicht. Er hat es noch nie gemacht. Sie schaffen es nicht. Und wenn Sie sich noch so abstrampeln. Wir wollten also einmal anfragen, ob Sie unser Blatt nicht abonnieren wollen. Vielleicht erst einmal probeweise, es ist nicht teuer. Gerade der Stadt- und Landbote ist doch das Blatt des gewerblichen Mittelstandes. Und wir treten besonders für die Interessen des Handwerks ein. Ihr Syndikus ist ständiger Mitarbeiter bei uns. Wir haben in der letzten Zeit Artikel über Handwerkerfragen von ihm gebracht, die bis zur Handwerkskammer hinauf größtes Aufsehen erregt haben. In der heutigen Zeit müssen Freunde doch zusammenhalten. Und da wir speziell für die kleinen Betriebe und das Handwerk kämpfen, glaube ich sagen zu dürfen, sind wir das geeignete Blatt für Sie. Was unsere Romane betrifft, so sind sie von den ersten Autoren und werden besonders in Familienkreisen recht gern gelesen. Augenblicklich haben wir einen Roman, dessen 42. Folge gerade läuft. Es handelt sich da um den Kampf zwischen Förstern und Wilderern. Aber auch sonst hält unser Blatt Sie auf dem Laufenden. Wir sind natürlich überparteilich und in jeder Hinsicht objektiv. Na, Fritz, wir können es mal versuchen. Was kosten Ihre Zeitung? Das monatliche Abonnement nur 3,30 €, die Bildbeilage am Sonntag mit eingeschlossen. Also gut, dann können wir es ja mal probieren. Ja, das freut mich sehr. Ich schreibe Ihnen gleich eine Quittung aus. Das ist Herr Schuhmachermeister Fritz Altmann. Bismarckstraße 5. 3,30 €, bitte. Ich danke Ihnen vielmals. Hier ist die Quittung. Bitte schön. So, dann bekommen Sie unser Blatt ab morgen täglich Freihaus geliefert. Ich wünsche einen guten Tag, die Herrschaften. Auf Wiedersehen.
Na, die Nachricht bringen wir eigentlich spät. Jetzt interessiert sie keinen mehr. Ja, dafür kann ich aber doch nichts. Ich hatte gestern extra... Guten Abend. Na, wie viel haben Sie? Wie viel? Na, raten Sie mal. Ich habe mir heute die Schuhmacher vorgenommen. Ich habe gedacht, die sind der beste Anfang. Morgen kommen die Maler, dann die Sattler, Dekorateure. Wie viel? Wie viel? Nur 23 Schuhmacher gibt's hier. Vier waren nicht zu Hause, aber die klappe ich das nächste Mal mit ab. Mit 19 habe ich gesprochen. Wie viel? Übrigens sind 19 viel zu viel. Ab morgen nehme ich nur noch 15. Ich, bei den letzten war ich zu müde, wissen Sie? Überzeugen muss man die Leute. Von was? Was ist nötig für Sie ist, den Boten zu abonnieren. Haben Sie den Boten überhaupt schon mal gelesen? Nee. Heute haben Sie doch nur die Leute davon überzeugt, dass Sie Geld nötig brauchen. Ja, das ist auch gut. Aber raten Sie mal, von 19 habe ich insgesamt... Also 6. Zeigen Sie mal den Block. 8. Von 19, 8. Über 40%. 8. An einem Tag? 8. Na ja, das ist tüchtig. Darauf müssen wir mal einen ordentlichen Schluck... Nee, im Gegenteil. Kraft, ich nehme meine Aufsatzreihe über die Geschichte der Stadt wieder auf. Ist doch Interesse bei den Leuten, hm? Ja, ja, und ich... 8. Sagen wir 50 neue Abonnenten die Woche. Kraft, ich fange sofort an. Nehmen Sie meine Cognac-Buddel und kippen Sie sie ins Klo. 8. Oder nein? Schließen Sie sie mal in Ihren Schreibtisch ein. Vielleicht wirbt der aufgeblasene Kaffee morgen nur 2 oder gar keinen. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Wir fangen noch mal. Ja, du bist nur damals abends abgeblieben. Ja. Och. War so müde und es war so langweilig. Wohl, weil die Hilde Harder wegging. Wie? Ach, die. Emil, was ist denn los? Hast du wieder Ärger in der Fabrik? Emil. Na komm, dann red schon. Mensch, die machen einem ja zur Sau. Immer neue Schikanen. Die lassen einen nie hochkommen. Er ist vorbestraft. Der muss. Mit dem können wir es ja machen. Aber Emil, das bist du doch längst gewöhnt. Aber ich will nicht mehr. Soll denn das nie aufhören? Ich hab doch meinen Knast abgesessen. Einer muss es den Kollegen gestochen haben. Wie ich heute früh dem Simsen sagte, dass er die Deckel immer zu lose annagelt, da schreit er, du dreckiger Zuchthäusler, du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Geh doch in ein Kittchen. Haben Sie den Helmke zum neuen Vorarbeiter gemacht, vor der doch überhaupt nicht kann. Ich muss ihm alles beibringen. Du Emil, geh doch morgen mal zum Direktor von der Anstalt. Na, da weißt du, dass du im Knast immer ordentlich warst und deine Arbeit gut gemacht hast. Na, da kann ich sicher irgendwo hinschicken, wo du deine Gesellenprüfung nachmachen kannst. Wo soll ich das Geld zum Leben hernehmen, Willi? Na, da gibt's doch so einen Fonds für die Entlassenen. Wenn das klappt, dann denkst du in ein paar Wochen gar nicht mehr an die dämliche Fabrik. Aber Willi, warum sollen die anderen immer Recht haben und ich immer Unrecht? Ich denk so oft, mit uns wird's nie mehr was. Nur Emil. Wenn die mich zum Tischler schicken, der riecht doch auch gleich den Braten, wenn einer mit 29 Jahren in die Lehre geht. Emil, geh morgen mal zum Direktor von der Anstalt. Der hilft dir bestimmt.
Attention, bitte. Ich komme im Auftrag. Herr Glasermeister Harder? Ja. Von welcher Firma sind Sie? Könnte ich Sie einen Augenblick unter vier Augen sprechen? Meine Tochter stört nicht. Doch. In diesem Falle doch. Also, Hilde, geh mal raus. Ach, könnten wir nicht woanders hingehen? Was ich zu sagen habe, lässt sich so schlecht hier im Laden abmachen. Um was handelt es sich denn? Ich kaufe doch nichts. Nein, es ist ganz privat. Hilde, pass auf den Laden auf. Du kannst mich aber jederzeit rufen. Bitte. Bitte nicht. Also? Mein Name ist Kuhfald, Wilhelm Kuhfald. Ich bin zurzeit als Annoncen- und Abonnentenwerber beim Stadt- und Landboten beschäftigt. Mein monatliches Einkommen beträgt 600 bis 700 Mark. Na und, was geht mich das alles an? Ich abonniere Ihr Käse da doch nicht. Ich bitte um die Hand Ihrer Tochter. Nee. Ich bitte um die Hand Ihrer Tochter. Setzen Sie sich doch. Wenn Sie sich aber einen Scherz mit uns erlauben. Okay. Hast du gehört, Mara? Dieser Herr hier hat eben um Hildes Hand angehalten. Das ist meine Frau, Hildes Mutter. Kuhfald. Wie heißen Sie? Kuhfald, aber ohne H, einfach UF. Kuhfald, ja. Und was sagten Sie, verdienen Sie? 600 bis 700 Mark im Monat, aber das ist leicht steigerungsfähig. Steigerungsfähig. Woher kennen Sie die Hilde? Eugen. Ich glaube, das ist unsere Sache. Dann, und Sie wissen auch? Von Willi? Ja, natürlich, das weiß ich. Ich heiße übrigens auch Willi. Dann sind Sie also der Lump. Nein. Ich bin ja erst seit 7 Wochen hier in der Stadt. Aber es stört mich auch nicht. Es stört ihn auch nicht. Tja. Sollten wir jetzt nicht vielleicht Hilde fragen, ob sie auch einverstanden ist? Ob sie einverstanden ist? Das will ich Ihnen zeigen. Hilde! Komm sofort mal her! Hilde, dieser Herr hier, du kennst ihn ja, hat eben um dich angehalten. Was sagst du da? Ich meine nur, Vater. Ich kann es gar nicht glauben. Doch, doch, er hat ordentlich angehalten. Ja, ja, Hildchen. Hilde, ich wollte dich fragen, ob du mich auch nimmst. Aber Willi, das weißt du doch. Na, lassen wir mal darauf anstoßen. Ich zieh's dir von der Aussteuer ab, Willi. Ach Gott, ich muss ja noch zum Fleischer gehen und einkaufen. Sie bleiben doch zum Essen, Herr Kuhfald, ja? Ja, gern, wenn ich darf. Ja, Mutter, hol mal was Anständiges zur Feier des Tages. Aber erst mal mit anstoßen. Ja. So. Mutter. Danke. Hilde. Willi. So. Also, Willi. Auf Hilde und dich. Ach, jetzt müssen Sie aber auch mal den kleinen Willi sehen. Ich gehe gerade rauf und hole ihn runter. Na, heute wollen wir mal den Laden schließen. Und dein Käseblatt, Willi, werde ich auch mal abonnieren, wo mein Schwiegersohn jetzt dabei ist. Ja. Nicht wahr, Willi? Du verstehst doch, warum ich vorhin geweint habe. Ach, ich habe dir das hier gekauft. Das ist ja ein echt goldener, mein Gott. Ja. Das hänge ich jetzt an die Ladentür.
Musik.